Hallo Leute, ich bin's wieder, der Couchian. Und wenn ihr euch wundert, wo sind die Monster hier? Ich hab die getötet, offscreen, weil ich brauchte etwa 3 Versuche, um sie zu töten und ich hatte keinen Bock mehr. Und wie ihr seht, ist etwas mit meinen Schwertern los. Ich zeige euch mal, was ich jetzt da gemacht habe, um diese scheiß komischen Digimon-Monster zu töten. Schwert. Hier gab's so dieses Katana. Daraus hab ich... Oder ist es das andere? Ah, das ja, das ist Katana. Jetzt zeige ich mal das andere. Wo davor das andere Schwert war, habe ich das daraus gemacht. Nichts Spezielles, nichts so schlimm. Aber aus dem Katana habe ich das hier gemacht. Das ultimative Schwert. Den mit 61 Schaden. So geil, mit Feuer, Kupfer und alles. So gut. Und bei meinen Kommentaren habe ich auch gelesen, dass ihr Sasukes Schwert vielleicht sehen wollt. Deswegen werde ich gucken, wo Blitzteile gibt's, danach werde ich daraus ein Sasuke-Schwert machen. Ja, freu mich schon drauf. Und ich habe noch was gemerkt, ich habe irgendwie nicht Gustav kurz gescannt und noch ein paar jemanden, keine Ahnung mehr, aber ich mach mal erstmal weiter. Vernichte alle Ziele. Okay, ich hoffe, das werden jetzt keine Monster sein. Achso, okay, ich weiß schon jetzt, was jetzt kommt. Und jetzt kommt eine Kiste, ich wusste ich. Okay, das geht ja noch. Was? Achso, auf der anderen Seite. Dankeschön! Und Kiste, wo ihr seid? Oh, scheiße. Komm her, und du auch. Geschafft. Die Tür sieht anders aus als die anderen. Vielleicht kommt jetzt ein Boss. Vielleicht die Hexe, die uns runtergeworfen hat. Diese elende Beach! Okay, es geht weiter. Entzünde alle Fackeln. Okay, zum Glück habe ich ein Feuerschwert. Zum Glück habe ich ein Feuerschwert. Was ist das denn? Ach du Scheiß, was ist das für ein Vieh? Er hat es mich getötet? Maus weg? Er sagt jetzt nicht, ich habe jetzt so einen Spasti-Motze vor mir. Achso, ich habe jetzt eingescannt. Okay. Ich werde jetzt ihn schwächer machen und er hat einen Fisch. Fischfreund, ja, okay. Warte, was könnte ich ihm geben? Aber egal, ich töte erstmal diesen Bastard. Ah, so leicht. Ah, du Spasti! Okay, weg. Ey, wenn er mich jetzt tötet, du Spasti. Weg. Ah, egal, ich habe ihn eingescannt. Okay, das war ja das Ziel. Und, komm hierher. Ich will noch in der Zeit das schaffen. Okay, geschafft. Ich dachte schon, der Skelettkopf ist stark. Ausweichmanöver brauchte ich nicht. Ach, Mann. Okay, das haben wir wenigstens geschafft. Und was ist das denn? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Warte, da ist ein Loch. Und was ist das da? Scanne ich mal ein. Ach so, ein Helm. Warte, kann ich das bei mir einsetzen? Warte. Was hab ich jetzt gemacht? Ach so, ich bin ja damit jetzt ausgerüstet. Ja, okay, das werde ich jetzt auch steigern. Das hier hin. Habe ich keine anderen Sachen? Warte, habe ich kein Eis mehr oder so? Gucken wir mal das an. Vielleicht bringt es ja was. Das hier. Ein Komplexhelm. Okay. Okay. Ausrüstung, Zubehör. Müssen wir mal gucken. Ach, wir Kopf haben wir bisher nur. Okay. Kein Problem. Rempo, bitte weg. Wir haben einen Helm jetzt, okay. Okay. Ich merke mir jetzt, ich muss alles einscannen, was mir in den Weg kommt. Und ich springe jetzt mal darunter. Ach so, das war zum Schweben da. Mann, ich wollte durch die Tür noch. Scheiße. Okay, wo ist die? Wir sind endlich zurück. Und wo ist jetzt diese Frau hin?
Scheiße, Ritter. Mann. Du musst Roxas sein. Du bist es gewesen, da gibt es keinen Zweifel. Du bist ein Spion aus Weisen. Mann, wir nehmen dich in Gewahrsam. Komm ganz ruhig mit. Und der König wird über dich urteilen. Scheiße, jetzt ist die Dame zu weit gegangen. Erzähl mir nicht, dass du ins Haus der Hexe warst. Dann sind die Gerüchte, dass sie mit der schwarzen Magie handiert, also wahr. Was zum Henker geht hier vor? Verdammt, ich sollte sie allesamt verglühen lassen. Redpunkt, das ist nicht gut. Was sollen wir deiner Meinung nach tun? Deinen Mund halten und abführen lassen? Unternimm etwas, Roxas. Kann ich entscheiden? Oh, direkt. Okay, hilft sie uns jetzt oder was macht sie? Das war ein Wunder. Deshalb ist es so gefährlich. Ich habe das Richtige getan. Stimmt doch, oder Großmutter? Die hat uns jetzt nicht geholfen. Aber irgendwie passt der Helm nicht. Keine Ahnung warum. Dieser Ort hier, ich weiß nicht. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ich auch. Sehnsucht, Stolz, Verwünschungen. Sie schwören alle um uns herum. Okay, der König, der Big Boss hier. Den wir ja einscannen, aber richtig. Der sieht schon echt mächtig aus, hat aber zu viele Rüstungen an. Und ich komme mit meinem Helm an. Ah, du bist es. Du willst also behaupten, dass dieses Kind ein Spion des Waisenreichs ist? Ja, Sir. Also, als ob, das ist doch lächerlich. Dieses verräterische Individuum wurde auch mit einem weißen Soldat gesehen. Des Weiteren wurde am Tatort schwarze Magie eingesetzt. Schwarze Magie? Das war ein Wunder. Das Kind war im Haus der Hexe. Sowohl du als auch die Hexe müssten daher Spinor aus Weisen sein. Was ist denn... Stimmt, das stimmt eigentlich schon, was er sagt. Was denn das für eine Logik? Moment mal, dieses Kind kommt doch nicht aus Weisen. Die Motze aus Weisen sind erstmal viel größer und sehen aus wie Pferde mit einer riesengroßen Sichel. Okay, das Gegnerdesign weiß ich jetzt schon. Das Schrecklichste, was ich je sah. Die ist keine große Hilfe. Das reicht. Zenobard erinnert mich an Zeonath. Zeonath? Ah, wie hieß er wieder? Ach, vergiss das. Ah, die Strafe für Verrat ist da tot. Dein Kopf wird von den Schlosstoren hängen. So wie es das Gesetz will. Aber kann dieser junge Bursche wirklich ein Verräter sein? Ich sah es mit eigenen Augen. Maka, du kannst nicht sehen, was willst du? Da irrst du dich. Stimmt, du hast keine Augen. Man hat euch getäuscht. Höret meine Worte. Wir sind alle Kinder dieses heiligen Königreiches. Kommt eine Rede. Bürger von glorreichen Kalaila, das seit 1000 Jahren blüht. Es wäre ein unentschuldbarer Fehler, Unschuldige zu verurteilen. Die Schuld muss eindeutig erwiesen sein. Ich bin euer heiliger König Zenobard. Ein König der Güte und Gerechtigkeit, glaube ich dir. Wie erwünscht, mein König, sollen wir die verdächtige Person in den Kerker werfen, bis die Wahrheit erwiesen wurde? Also gut. Ihr seid so ein großmutiger König. Was für ein gerechtes Urteil. Die Geschichtenschreiber werden euren Namen preisen, mein König. Gut, den Rest überlasse ich euch. Ha 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 ha. Arroganter Bastard, verschwinde. Und ich habe einen Helm. Der passt nicht zu meiner Kleidung. Ist es wahrhaftig der König? Immerhin kleidet er sich so. Okay. Oh, Dorafa. Du hast das über Prinz Waldo tatsächlich noch nicht gehört. Wie ich hörte, wurde er von einem Marshallmörder angegriffen und getötet. Als ich das erfahren habe, wäre ich fast auf der Stelle in Ohnmacht gefallen. Doch dann wurde mir berichtet, dass er noch am Leben sei. Jeder Tag, den ich seitdem warten muss, wird schwerer für mich. Oh. Ach, hör einfach nicht auf mich. Ich sollte sowieso nicht so viel reden. Stimmt. Egal, wenn du keine Neuigkeiten für mich hast, dann gehe ich. Und ich habe nur für dich gesprochen, weil du Guri Guri gerettet hast. Ah, jetzt sind wir quitt. Quitty quitt. Quitt? Wie bitte? Die Prinzessin ist unglaublich. Nun ist unser gütiger Herrscher weg. Und du wanderst direkt in den Kerker. Das ist ungerecht. Ich wusste, dass es so ein enden wird. Übrigens, du solltest wissen, dass unser König ein viel beschäftigter Mann ist. Bisweilen vergisst er Sträflinge, die in Kerker versauern. Du wirst deine Zelle also nie wieder verlassen. Ey, das ist voll die Zwickmühle, was soll ich jetzt machen? Verdammter Mist, Gefängnis. Klasse, und was machen wir jetzt? Wenn wir für immer hier drin bleiben, wird die nächste Welt eine Zelle
Okay. Das wäre schon geil, eine Welt aus einer Zelle. Wir müssen hier raus, und zwar schnell. Ob uns das Buch der Prophezeiung hilft? Hä, was machst du denn? Jetzt haltet mal den Mund da drin. Was ist das für ein Vogel? Ach du Scheiße, Roxas, hast du das gesehen? Da kam gerade jemand aus dem Loch. Ach nee. Vielleicht ist das ein Ausweg. Ich untersuch mal, weil ich noch ein paar Sekunden habe. Okay. Ich hab das jetzt nicht gelesen. Außersehen. Ich bin der größte Dieb. Mein Name ist, ich habe es vergessen. Was für eine seltsame Nachricht. Okay. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.